Ja, Leute, ich bin wieder da mit Link to the Past und ich habe mich mittlerweile schon schlau gemacht, wo das Medaillon liegt. Das ist nämlich bei dem großen Fisch in River Mouth North of the Palace of Darkness. Ich hatte nämlich nochmal zur Sicherheit im Zeldapedium nachgeschlagen und da stand, dass der große Fisch das Medaillon haben soll, dass ich suche. Würde ich sagen, gehen wir mal noch nicht dorthin, sondern erstmal zu der alten Frau im Norden. Ich will noch blaue Tränke haben. Ich werde jetzt dafür einfach mal meine Feen rausrücken. Und dafür blaue Tränke kaufen. Eins. Zwei. Und drei. So, damit sind wir für den Dungeon schon mal gewaffnet. Und jetzt kann's weitergehen. Und zwar nämlich, wie bereits gesagt, gehen wir in die Otherworld zurück. Ah nein, war die falsche Brücke. So, nehme ich hier den, machen wir erstmal weg, Freundchen. Tschüss. Und einmal quer durch die Büsche. Und tschüss, Kumpels. So, euch auch hier weg. So, ein Fisch hat er gesagt. Das gute Zeldapedia. Mal sehen, ob das stimmt. Und waren wir im Norden ja eigentlich schon? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht gewesen. Tja, dann gehen wir da mal hin, ne? Und schnappen uns das gute Medaillon. So, hier war das nämlich. Wir mussten nämlich das Ding hier in seinen Kreis reinwerfen. Jetzt wird er sauer, der gute Fisch. Du hast mich mit einem schönen Träumen gerissen. Nimm diesen, verschwinde wieder. Und da ist das Objekt der Begierde. Es war kein Stein. Es war der Fisch. So, und jetzt geht's nämlich endlich nach Norden. Hallo, Mr. Krabs. Und wir trillern mit unserer Flöte herum und gehen in Richtung Todesberg. Den ganzen Weg wieder nach oben. So.
Immer weiter auf nach oben. Klettern wir die Leiter hoch und gehen zum letzten Dungeon und werden von Spinnentieren attackiert, die uns ans Leder wollen. Doch ich renne einfach durch, weil es mich nicht interessiert. Und ich gehe jetzt zum Dungeon, um die Zelda zu retten. Save the Princess! So, das hätten wir jetzt gemacht. Und jetzt sind wir nämlich wieder gleich beim Dungeon angelangt. Und so ein blödes Vieh trifft mich schon wieder. Wir holen Rouse und Don Hammer. Und dann schlagen wir die ganzen Viecher weg. So, tschüss, Kollegas. Mir war das uns für den Endboss in diesem Dungeon, dass wir da noch einen weiteren Stab brauchten, nämlich den Eisstab oder so. Wenn ich mich da recht entsinne. War das hier das Item gewesen? Hm. Finden wir es heraus. Boah, die Erde bebt und der Schildkrötenfelsen öffnet sich. Beziehungsweise ja, der Kopf verschwindet einfach mal so in der Erde. Und wir haben einen weiteren Dungeon erreicht. Und jetzt müssen wir nämlich unseren Somalia-Stab benutzen. Weil jetzt fing der Spaß hier an. Und ich weiß noch, ich habe das damals ein bisschen gehasst hier, diesen Dungeon. Weil ihr seht, es ist ein Dungeon quasi unter der Erde. Also ein Erddungeon kann man sagen. Weil jetzt muss ich hier quasi noch diese Dinger entzünden während der Fahrt. Auch das klappt beim ersten Mal. Na, die ist jetzt bestimmt aus, wenn ich fertig bin. Ja, natürlich. Toll, ja, hat mir echt viel gebracht. Oder wartet, ich habe die zu früh aktiviert. Ja, ich glaube, ich muss sie später aktivieren, diese Dinger. Sonst funktioniert es nicht. Ja, und die Dinger sind weg, wunderbar. Deswegen hasse ich diesen Dungeon. Schön, jetzt ist auch wieder weg. So, was haben wir hier drin? Gut, hier brauche ich dann wieder gar nichts machen. Ich kann nur so stehen bleiben. Und mal sehen, was sich da oben befindet. Mal auf die Karte gucken, was mir jetzt nicht viel bringt. Jetzt müsste es fertig sein. Eine Fee. Oh, toll.
Und, ah, danke, Magie. Das habe ich jetzt echt gebraucht. So, also auf ein neues. Dieses Mal aber nicht so früh. Letztes Mal. Sondern ein bisschen später. Jetzt. 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 Jetzt ganz schnell darin. Ja, jetzt hat's geklappt. Das war auch so ein lustiger Part. Jetzt muss man nämlich den Stacheln hier ausweichen. Den Stachelrollen. Weil diese ziemlich aua machen. Und da kriegen wir eine Karte geschenkt. Und Magie und ein Schlüssel. So. Gehen wir mal weiter in unserem Abenteuer. Nutzen unseren Stab. Gehen mal in diese Tür hier rein. Was bist du für ein komisches Ding? Du siehst ja mal ziemlich hässlich aus. Du komische Springmaus. Aber du lässt den Schlüssel fallen, dafür danke ich dir. Mario! Kettenhunde! Wartet mal, ich werde mal eine Bombe liegen lassen, mal sehen, was das mich... was mir das später bringt. Könnte vielleicht nützlich sein. Autsch. So, Magie, vielen Dank. Ich möchte hier drüben erstmal bleiben. Ich möchte darunter. Ich möchte sehen, was sich hier befindet. Stacheln. Und? Ein Kompass. Ja, wieder ein sehr verzweigter Dungeon. So, das Teil darf uns nicht sehen. Warte mal, ja. Tour, wir müssen irgendwie nach unten gelangen. Etwa hier? Ah, ihr wartet. Beziehungsweise wartet mal, ich glaube, dass dieser Dungeon noch einen zweiten Eingang da unten hatte. Einer unteren Etage. Wenn ich mich recht erinnere. Thank you.
Dazu werde ich erstmal wieder rausgehen aus dem Dungeon und das mal abchecken. Der war, glaube ich, hier drüben irgendwie oder so. Nee, das war es, glaube ich, nicht. Da war nur so ein Typ. Ja, es war so, dass dieser Dungeon halt mit dem Berg verzweigt ist. Und ja, man zwischendurch noch mal rauskommt. Ich habe sowas das erste Mal gesehen bei, glaube ich, Illusion of Time bei dem Spiel. Da habe ich sowas das erste Mal gesehen. Aber es scheint, als müsste ich ja später nach draußen. Dieser Dungeon ist ganz schön verzweigt. Und das Dungeon-Item war meines Wissens nach ein Eisstab. Was hat mir das jetzt gebracht? Naja. Soll uns ja nicht weiter stören. Richtig, da unten ist noch so ein Zwischenport. Ich will mal kurz was probieren. Unten vielleicht irgendwie. Nee. Irgendwie ist ja auch ein bisschen was verwirrend. So, ein bisschen Zeit habe ich aber noch. Die will ich auch jetzt ein bisschen nutzen, mal draus zu finden. Das ein oder andere Nützliche an Infos. Jetzt bin ich wieder hier unten leider gelandet. Muss ich also wieder nach oben. Auf den Berg raufklettern. Muss der gute Link mal wieder Bergsteiger spielen. So, werden durchge... Oh, gegen den Stein. Wie toll. So, mal kurz in die Otherworld. Hier geportet. Runterspringen. So, jetzt sind wir gleich wieder an der Stelle, wo wir vorhin gesprungen sind. Richtig, das war hier. Und diesmal... springe ich mal hier runter. Was haben wir hier? Höhenkram. Mal wieder.
sehr verzweigte Höhlen hierbei. So, wo führt mich das jetzt hin? Naja, 50 Rubine. Och gut. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im Dungeon wieder. Ich muss hier erst ein bisschen mich umgucken und gucken, wo ich halt dann lang kann. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Euer Wacky Line.